Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Simon Stark, schönen Montag. Auf Vorarlbergs Skipisten ist es bereits zu den ersten Alpinunfällen gekommen. Am Hochjoch ist gestern ein 24-jähriger Snowboarder aus Alberschwende schwer gestürzt. Er hat sich dabei so stark an der Schulter verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber geholt werden musste. Der Hubschrauber musste dann noch ein zweites Mal ausrücken. Ein 34-jähriger Tourengeher ist nämlich bei der Abfahrt von der Güntlispitze in Mittelberg gestürzt. Er zog sich dabei Verletzungen an der rechten Achillessehne zu und musste per Seilbergung gerettet werden. Schwere Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger beim Basteln an einem Böller zugezogen. Der Junge experimentierte am Samstag in der Werkstatt seines Elternhauses im Montafon. Auf einmal explodierte das verdichtete Schwarzpulver im Inneren des Böllers. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Velkirch gebracht. In Rankweil ist in der Nacht ein Feuer im Holzlager eines Pfadfinderheims ausgebrochen. Verletzt wurde da zum Glück niemand. Die Feuerwehr Rankweil konnte den Brand ziemlich schnell löschen. Und der Dornbirner EC musste am Abend die nächste Niederlage in der Erste Bank Eishockey-Liga einstecken. Sie haben das Spiel beim Klagenfurter AC mit 2:5 verloren. Für die Dornbirner ist das die mittlerweile sechste Niederlage in Folge. Das war's auch schon wieder mit Vorarlberg in 100 Sekunden und somit bis zum nächsten Mal.